damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, er muss natürlich erstmal die Welt laden, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Wir haben vieles, vieles vor. Ja, genau, das lassen wir gerade brennen. War ich jetzt schon im Bett? Ja. Ja, normalerweise geht sie hier unter. Also von daher alles okay. Wunderbärchenhaft, so. Genau, wir brauchen die Weizenkörner. Wo sind sie? Hier sind sie nicht. Ach, ich habe sie schon dabei. Ja. Habe ich die Hacke dabei? Ja. Ich brauche auf jeden Fall eine Schaufel. Ja. Nein, genau. So. Entschuldigung, es tut mir leid, falls sich einer belästigt fühlt durch die wundervollen orkischen Traditionsgesänge, dann tut es mir nicht leid. Ich versuche euch entsprechend, ach, keine Ahnung was. Wenn es nicht gefällt, dann, naja. Ne? So. Was war dein Wasser? Okay, nur ein Tintenfischi. Tintenfischi. Ja, passt ja. So. Ah, ich finde das so cool, wie das jetzt aussieht. Tja, und das war es dann schon. Das sind dann schon 22 Stück. Ja, Chris hatte es gesagt, beziehungsweise hat es geschrieben in den Kommentaren. Hey Mensch, ich glaube, du bringst das durcheinander mit einem anderen Spiel, aber eigentlich hat sich an der Mechanik nichts geändert. Da kann gar nicht schlecht werden. So, meine Erfahrung ist gewesen in den letzten Tagen, als ich immer wieder nicht die Java-Version, also nicht diese, sondern die, die auf den Konsolen und auf den Smartphones ist, das ist ja dieselbe, und ist ja identisch mit dieser Version hier, als ich auf der gezockt habe, dass dort der Weizen also er reift immer weiter und weiter und kann zu einem bestimmten Punkt geerntet werden. Verpasst man diesen Punkt, bekommt man keinen Weizen, wenn man ihn erntet. Man bekommt, wenn man Glück hat, noch ein paar Körner raus, aber das war's dann. Deshalb bin ich gespannt, ob das jetzt dann halt nur die normale Version ist, weil ich sag mal, die Java-Version ist nicht mehr die normale Version und ich muss auch sagen, bis auf das jetzt hier die Mods drin sind, finde ich die Version nicht so toll. Zum Beispiel ist ja jetzt durch das Nether-Update gab es eine Abenteuerwelt in der normalen Variante. Ja, auf den Konsolen und so. Auch, die gibt es ja auch am PC, die normale Version. Und in der kann man dann diese ganzen neuen Sachen kennenlernen. Ziemlich cool, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja. Also auf jeden Fall schon mal was Nettes. So, wir haben noch Eisen, sehe ich gerade. Ne, das ist nicht so weit. Genau, so, hier haben wir schon mal die Brücke, genau. Ah ja, schon mal ganz schick. So, ich wollte ja da unten noch was anlegen. Hab ich Setzlinge? Ja, ich habe Tropenbaum-Setzlinge. Wunderbar. Knochenmehl habe ich. Oh, warte. Das ist Knochenmehl. Sehr schön. Wunderbar. Genau. So. Denn ich würde gerne das, also zum einen das hier verändern. Das gefällt mir nicht. Das hätte ich gerne anders. Ich würde es gerne anders machen, ja. Ah, das können wir dann gleich mal richtig machen, warte mal. Steintreppe haben wir da. So. Das brauchen wir nicht. Genau. Dup, 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 dup. Dup, 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 d
Ach ja. So, die Tage gerade so unterhalten über Fernsehserien von früher, die heutzutage, so wie sie damals waren, nicht mehr gesendet werden dürften. Wahrscheinlich, weshalb man sie wahrscheinlich auch nicht mehr sieht. Und da gibt es schon einige, ne, wo man so überlegt, oh, gut, okay, das war damals schon grenzwertig, aber heutzutage wird das definitiv unter den Begriff Rassismus fallen. Also kann man zumindest sehr stark davon ausgehen. Oder würde verboten werden oder was auch immer. Also es ist Wahnsinn, wie sich das alles verändert hat. Das heißt jetzt nicht, dass es was Negatives ist, ne? Aber es zeigt auch, wie unbedarft man mit vielen Sachen umgegangen ist. Wobei man auch immer wieder sagen muss, vielleicht ist das manchmal gar nicht so schlecht, alles nicht zu eng zu sehen und ein bisschen lockerer zu denken. Aber gut, es ist, kommt immer darauf an, ne? Wenn jemand sich dadurch belästigt fühlt oder diskriminiert, dann muss man halt handeln. Und, ich musste immer an meinen Hauptmann denken, aus der Grundausbildung, den ich gefragt habe, so, ja, wann fängt denn Belästigung an? Weil es da halt einen Vorfall gab, wo ich Bericht erstattet habe darüber und meinte ich so, ja, für mich ist es halt schwierig zu sagen, okay, wann fängt das an, wann nicht, ne, wann soll ich da was melden? Und dann meinte er, das fängt immer dann an, wenn jemand sich praktisch dadurch belästigt fühlt oder ungerecht behandelt fühlt. Ja, das ist natürlich so eine Sache, jeder ist da anders. Der eine fühlt sich mal eher oder mal später ungerecht behandelt. Jeder empfindet das anders, weil nämlich auch die Sache aufkam von wegen so, ja, warum ich das nicht gemeldet habe schon früher und ich dann so, hätte ich gemacht, aber mir war halt nicht klar, okay, gibt es da irgendwie eine Regelung, so nach dem Motto, ist das jetzt wirklich meldepflichtig ist oder würdig es zu melden. Man muss ja überlegen, ne, wenn jetzt einer sagt, du Arschloch oder so, dann ist das was, wo man sagt, ja, oder hat jetzt du Arschloch gesagt, komm, es ist jetzt... Ist jetzt nicht so dramatisch, ne? Also jetzt einfach mal so dargestellt. Geht zwar um andere Sachen, aber ich glaube, der Grundgedanke, worum es geht, der kommt da auch bei auf. Ja, und komme ich hier irgendwie noch wieder hoch? Okay, das ist ja doof. Habe ich das zugemacht da hinten? Interessant. Naja, dann können wir das hier nämlich komplett zumachen. Dann brauche ich das... Nicht, dass ich dir wieder reinfalle oder sowas, das will ich nicht. Naja, und da fing er dann nämlich an und erzählte mir so, ja, das fängt dann an, wenn jemand sich dadurch belästigt fühlt. Und das ist natürlich so eine Sache, das fängt früh an. Ne? Das fängt bei dem einen oder anderen, der hat eine höhere Hemmschwelle, was heißt Hemmschwelle, also so Schmerzschwelle, wie kann man das sagen? Also der eine hat ein dickeres Fell, sagen wir es so, und der andere halt eher nicht. Ne? Bei dem einen ist es so, ach komm, ist mir egal, was die Pfeifen da sagen. Das interessiert mich nicht. Und bei einem anderen kann es sein, dass genau diese Kommentare oder sogar, ich sag mal, noch harmloser möchte ich eigentlich gar nicht sagen, aber sagen wir nicht ganz so dramatische oder krasse Aussagen, dann schon zu einer Reaktion führen. Ja. Genau, die schon so eine Reaktion führen, so kann man das stehen lassen. Und das ist halt heftig, ne? Das ist bei den TV-Serien, die man halt früher hatte, muss man ganz klar sagen, man hat sich da wirklich nicht so viel den Kopf drum gemacht, ne? Das war halt so und das war auch nicht so dramatisch. Und vieles, was damals als lustig erschien, ist heute ja wirklich so, darf man so nicht machen. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, also ich finde es gut, das vorweg, dass das so, also nicht, dass das so extrem ist, aber ich finde es gut, dass man halt bewusster mit den ganzen Sachen umgeht und da mehr drauf achtet. Das finde ich aus eigener Erfahrung, wie ich es erleben durfte, was Rassismus in Deutschland angeht und Mobbing, was ich da an einem eigenen Leib ertragen musste. Aus der Sicht muss ich sagen, finde ich es schön, dass man da jetzt halt bewusster mit umgeht und mehr drauf achtet. Andererseits muss ich auch sagen, dass
ja, wie sagt man das jetzt? Am besten, es schwierig ist, aktuell es allen recht zu machen. Das geht sowieso nicht. Man kann es nicht allen recht machen, aber es gibt so viele kleine Splittergruppen und irgendjemanden, der dies hat und irgendjemanden, der das hat und irgendjemanden, der dies mag, aber das nicht. Dass es eigentlich gar nicht mehr möglich ist, irgendjemanden in der aktuellen Zeit nicht zu beleidigen oder irgendwie zu diskriminieren oder irgendwas. Und ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, dass wir in eine so überempfindliche Gesellschaft übergehen, die bei jeder, ja, Kleinigkeit darf man auch nicht sagen. Wie gesagt, das ist halt immer unterschiedlich, ne? Aber die bei jedem bisschen sofort vehement, also so sehr, sehr vehement reagiert, teilweise überreagiert, anstatt zu überlegen, okay, macht das jetzt so in der Art und Weise Sinn? Es ist halt schwierig, ne? Und gerade bei uns hier in Deutschland ist man ja wirklich der Meinung, wir müssen es allen recht machen. Wenn ich überlege, was ich eben schon erzählt habe, ne, aus meiner eigenen Vergangenheit, das hat damals niemanden interessiert. Überhaupt niemanden. Wenn ich da mit irgendjemanden anfangs, die erste Zeit, also mit Familie spricht man ja eh darüber, ne, die dann halt meistens noch heftiger reagiert als man selbst, gerade was halt hier Rassismus angeht, wo dann meine Eltern damals wirklich massiv gegen vorgegangen sind. Und da aber dann muss man sagen, selbst von verantwortlicher Seite, also von, es war während der Schulzeit halt gewesen, selbst von Lehrern und Direktoren sogar der Schulen belächelt wurden, so nach dem Motto, was würde man sich denn so anstellen? Das sind ja nur Kinder, das darf man gar nicht so eng sehen und selbst als Lehrkörper solche Sachen gemacht haben. War das dann so, dass man gesagt hat, naja, woher sollen die das denn wissen? Das ist doch nicht so schlimm. Also man könne sich ja wohl auch anstellen. Wo ich mir denke, jetzt so im Nachhinein, nee, finde ich nicht. Ja, aber damals war das halt anders. Damals hat man halt gesagt, ja, das ist halt so und dann muss man sich den abfinden und ja, und wenn ich überlege, was ich für Sprüche von Lehrern und von Schülern so gedrückt bekommen habe, kann ich halt sehr gut nachvollziehen, wenn hier sich Menschen hinstellen und sagen, hier, ich finde das schlimm mit Rassismus und allem drum und dran und dass sie sich schlecht behandelt fühlen, kann ich verstehen. Deutschland ist, und ich habe die Erfahrung selber gemacht, ein sehr, sehr dreckig rassistisches Land. Das fängt schon an, wenn man nur ins Nachbardorf zieht und das endet da, dass man nicht hierher kommt oder nicht die Sprache spricht, anders aussieht. Das alleine reicht schon aus, um ja, Opfer von den ganzen Hohlbratzen zu werden. Ja, die einfach so nach dem Motto, ah, okay, du bist irgendwie anders. Ah, das finde ich gut, dann kann ich mich darüber lustig machen oder kann dich damit fertig machen. Ja, und wo ich mir denke, so wie geistig verarmt muss man sein, dass man, um sich selbst besser zu fühlen, andere Leute aufgrund von Sachen, die sie nicht beeinflussen können, weil niemand kann, was für seine Herkunft, wo er herkommt, oder wie er deswegen aussieht. Also ich sag mal, ich habe ja den Vorteil, dass ich jetzt halt nicht anders aussehe, ne? Man hört es mir nicht an, man sieht es mir nicht an, aber den Vorteil haben nicht alle. Und sind dadurch ja noch mehr oder werden dadurch ja noch mehr zur Zielscheibe. Was halt schlimm ist, weil ich bin immer der Meinung, mir ist es eigentlich vollkommen egal, wo jemand herkommt. Solange er sich nett benimmt, ist mir das vollkommen egal. Wenn sich jemand wie ein Arschloch benimmt, dann der kann überall herkommen. Das kann jemand von hier sein, von dort, von drüben, wo auch immer her. Das hat nichts damit zu tun, wo jemand herkommt, ob er Kacke ist oder nicht. Ja, aber das verstehen diese, muss wirklich sagen, Hohlbratzen, das verstehen die halt nicht. Und das ist halt schlimm, ne? Und dass dann Menschen darunter leiden müssen und wie gesagt, jeder geht damit anders um. Also zum Beispiel in meinem Fall war es so, dass ich damals als Kind, gerade als Kind, massiv mit zu kämpfen hatte,
nicht am Anfang. Am Anfang war das eher so, okay, was haben die gegen mich? Was habe ich denen getan? Das verstehe ich nicht. Wo meine Eltern, wie gesagt, das Thema war ja damals noch ein anderes, das versucht haben irgendwie zu erklären, aber es selber auch nicht so ganz geschafft haben, weil sie es selber nicht nachvollziehen konnten, warum das gemacht wird. Warum auch sie so behandelt werden und da entsprechend Nachteile haben, sowohl also auch beruflich. Ja? Also das war schon so, wo man dachte, okay, was ist denn hier nicht in Ordnung? Und als Kind habe ich das halt nicht verstanden. Da war das so, ja, warum machen die das? Was habe ich denen getan? Was ist verkehrt daran? Was ist mein Fehler? Damit fängt man dann ja irgendwann an, dass man dann gerade als Kind als erstes bei sich sucht, weil man da halt diese wirre Gedankenlage gar nicht nachvollziehen kann. Das war für mich nie ein Thema. So nach dem Motto, okay, ja, was hat meine Herkunft damit zu tun, dass ich jetzt auf einmal schlecht behandelt werde? Hä? Verstehe ich nicht. Und dann erzählt man halt Sachen so, die in der Schule vorgefallen sind und die Eltern schlagen die Hände mehr oder weniger über den Kopf zusammen, so nach dem Motto so, oh mein Gott, was ist denn da passiert, ne? Ja. Und dass man sich dann vielleicht mal mehr prügelt, weil ja dann halt schon wieder irgendwas über die Herkunft gesagt wird und oder die Eltern, da sagt man, ja, deine Eltern kommen von da und da und du auch und hier, ne, und ihr seid ja keine richtigen Deutschen, so nach dem Motto und so, und dass man sich dann halt auch prügelt, wenn dann solche Sachen anfangen, ist ja ganz klar, aber das war dann zum Beispiel in meinem Fall halt auch wirklich so, dass dann die Lehrer zu der Zeit dann hieß es so, ja, also ganz ehrlich, der kleine Zocker, ne, also der ist ja schon verhaltensauffällig. Dadurch, dass der hier dann immer sich prügelt und alles, was heißt immer, also wenn halt sowas vorgefallen ist, ne, habe ich entsprechend irgendwann die Schnauze voll gehabt und habe dann gesagt, pass auf, lass mich in Ruhe, ne, lass mich und meine Familie in Ruhe, ich will das nicht hören, ansonsten knallt's. Und ja, wenn die dann nicht aufgehört haben, hat's halt geknallt. Was will man denn sonst machen? Reden kann man mit diesen Leuten nicht. Das kann ich definitiv bestätigen. Reden hilft gar nichts. Wenn man damit anfängt, dann macht man sich nur noch mehr zur Zielscheibe und zum Opfer von denen. Das ist halt das Schlimme. Ignorieren geht. Das Problem ist halt bloß, die suchen sich dann jemand Neues. Das finde ich halt auch, das geht so für mich nicht, dass dann, ja, weiß ich, das ist so mein Gerechtigkeitssinn, sagt da irgendwie, dass das geht nicht, dass dann jemand anders praktisch. Ja, das ist aber so, wo man ganz klar sagen muss, was ich eingangs meinte, es ist gut, dass mehr darauf geachtet wird, aber es wird die Problematik nicht ändern. Das ist einfach dieses, ich glaube, das ist zu sehr bei den Leuten verankert, dieses, okay, du kommst woanders her, ich mag dich nicht. Wo ich mich so frage, okay, warum? Warum? Du kennst mich doch gar nicht. Was ist das Problem? Das ist zum Beispiel schon so, als ich jetzt nur von Niedersachsen nach NRW gezogen bin, wegen der Arbeit, letztes Jahr, war das schon so, ach, sie kommen aus Niedersachsen. Ah, naja, sie gehen ja zum Lachen in den Keller, ne? Dann können sie hier mit den ganzen Sachen gar nichts anfangen. Naja, das lernen sie noch, wie man Spaß hat. So, ja, nein, also in Niedersachsen ganz klar, wir leben den ganzen Tag nur im Keller, also weinen ist unser Hobby und wir wissen auch überhaupt gar nicht, wie das geht und wir kennen auch keinen Karneval. Gut, bei uns heißt das Fasching, ihr Spacken, ja. Also, hä, was ist verkehrt mit den Leuten? Aber das ist wirklich so. Das, wo ich mir dachte, nur weil ich jetzt aus einem anderen Bundesland komme, fangt ihr schon mit sowas an. Wie ist denn das dann erst, wenn man wirklich woanders herkommt? Also wenn es bei solchen lapidaren Sachen anfängt, ne? Oder wie gesagt, was ich eingangs erzählte, es reicht ja schon, wenn man aus dem Nachbardorf kommt. Ich kannte das von Kumpels von früher, wo ich von einem Dorf in das andere gezogen bin. Und es dann hieß so, jetzt wohnst du da, ah, den können wir mit dir nicht mehr abhängen. So, was wie? Ich wohne doch nur praktisch, es waren wirklich irgendwie 1,5, 2 Kilometer, weiter war das Dorf nicht weg. Und dann so, ja, nee, das geht nicht, du wohnst ja jetzt da, du gehörst ja jetzt zu denen. So, was, wie, hä? Was? Warum? Das verstehe ich nicht. So, also ich muss sagen, mir fällt dazu immer nur wieder ein, ich hasse Menschen. Ja. Das ist so das Passendste, finde ich. Denn wie kann man sich bitte so dumm verhalten? Ja, wie kann man sowas über als bestimmenden Faktor für sein Leben annehmen und sagen, ja, ich mag erstmal gar nichts, was ich nicht kenne und eigentlich nur meine Familie, die das ganze Dorf ist, ja. Also, unverständlich. Absolut unverständlich. Aber gut.
Jeder hat da seine eigenen Prioritäten im Leben. Meine wären das nicht. Definitiv nicht. Aber es ist halt schlimm, dass viele Menschen darunter leiden müssen. Und das halt immer so belächelt wird oder so viele damit aufspringen und mitmachen, aber irgendwie kaum einer, der da mal wirklich was gegen sagt oder was gegen tut. Tja, vielleicht ist es mit den Sitcoms, mit den ganzen Serien ein unvermeidbarer Vorgang, der da stattfindet, dass auch das ein bisschen sich verändert hat. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass dann dieser Grundgedanke sich ändert, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich da so viel ändert. Man hat zwar mehr Schutzmöglichkeiten, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, auch die helfen wirklich nur dann, wenn was passiert ist und nicht, sind nicht präventiv, in keinster Weise, was hier gemacht wird. Und bringt einem wirklich nur, wenn es eigentlich schon so spät ist. Tja, und selbst dann wird man von verantwortlicher Stelle, die auf einen aufpassen sollen, ja, unsere hier Freunde und Helfer, wird man belächelt und kriegt man dann solche Kommentare. Ach, was stellen Sie sich denn so an? Ist doch gar nichts wirklich passiert. Kommen Sie, seien Sie nicht so eine Memme. Das sind so schöne Kommentare, die man sich dann anhören darf, ne? Also von daher, früher waren sie in Grün unterwegs, jetzt in Blau, aber es sind immer noch dieselben Kackhaufen, meiner Meinung nach. Die meisten davon. Muss man ja ganz klar sagen. Und hat man jetzt in Hessen gesehen, ne? Mit den Drohbriefen oder Drohmails, die da kamen und alles. Solange sich deren Einstellung auch nicht ändert zu vielen Sachen und die vielleicht sensibilisiert werden und sensibler reagieren, gerade auf solche Themen, finde ich, braucht man die dann eh nicht mehr. Ja, ist meine Ansicht. Also, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht habt mit unseren Hütern, ob, falls ihr mal Probleme hattet in so einer Hinsicht und von denen Hilfe brauchtet oder dahin musstet oder allgemein, wie was euch so widerfahren ist, falls ihr sowas habt oder ob ihr das ganz anders seht. Würde mich interessieren, ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben und wir können uns dann da ausgiebig drüber unterhalten, in geschriebener Form. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen entspannten Tag. Lasst euch nicht vermiesen, genießt das hoffentlich schöne Wetter und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.